Geld regiert die Welt, das wissen wir. Aber wer regiert das Geld? Das jetzige Geldsystem lässt eine kleine Minderheit von etwa 10% hervorragend leben. Die große Mehrheit der Weltbevölkerung zahlt aber drauf. Die Kluft zwischen Arm und Reich veranlasst schon manche dazu, Alternativen auszuloten und neue Modelle zu erproben. Manche sehen in den jüngsten Versuchen zur Rettung der Banken ohne dies nur ein Hinauszögern eines unvermeidlichen globalen Zusammenbruchs, also eine Verschnaufpause vor dem sicheren Kollaps. Tatsache ist jedenfalls, dass unser über Jahrhunderte gewachsenes Geldsystem nicht gottgegeben ist und für uns wohl auch eine andere Welt vorstellbar sein sollte, auch wenn wir nicht an diese Apokalypse glauben wollen. Banker halten sich für allmächtige Schöpfer virtuellen Geldes, aber unser Vertrauen in diese scheinbare Allmacht schwindet zusehends. Der wirkliche Skandal ist, dass wir sehen, wie unsere Regierungen sich von den Banken das Geld leihen, um die Banken zu retten. Und da müsste eigentlich auch dem, sagen wir mal, dem unbedarftesten Menschen klar sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dass wir verstehen, was wir meines Erachtens wirklich verstehen müssen, damit wir das Geld endlich zu unserem Diener machen, statt umgekehrt, dass wir dem Geld dienen, ist, dass wir sehen, es ist von Menschen gemacht und es wird auch von Menschen veränderbar sein. Wesentlich finde ich im Moment, dass wir begreifen, dass das heutige Geldsystem, was wir haben, ein zerstörerisches System ist, welches immer wieder zu furchtbaren Zusammenbrüchen führen wird, zu Krieg. Also die drei historischen Lösungen waren Krieg, soziale Revolution und Crash, also Zusammenbruch des Systems. Und noch nie ist nach irgendeiner Revolution, weder der französischen noch der russischen noch der chinesischen, ist das Geldsystem geändert worden. Und meine Hoffnung ist, dass wir eines Tages lernen, dass wir da einige fundamentale Veränderungen vornehmen müssen, um ein nachhaltiges, ökologisch brauchbares, soziales und für Kulturzwecke nützliches Geld zu schaffen. Wenn also unser heutiges Leben so absurd ist, heißt dann unser Weg in die Zukunft zurück zur Vergangenheit? Werden wir alles wieder selbst herstellen, autark leben, statt in einer arbeitsteiligen Gesellschaft für alles, von der Kindererziehung, der Pflege alter Menschen bis hin zur Nahrungsbeschaffung, Geld zu benötigen? Die Antwort ist nein. Aber wir können unseren Lebensstil so verändern, dass wir nicht mehr auf zwangsläufiges Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Und wir können aus Modellen der Geschichte in puncto Nachhaltigkeit durchaus lernen. Die Verhältnismäßigkeit, um die jeder von uns weiß, ist der globalen Wirtschaft längst abhanden gekommen. Denn entgegen der Behauptung von Bankern kann Geld nicht arbeiten. Arbeiten können nur Menschen und Maschinen. Geld wird lediglich umverteilt. Über die in allen Preisen und Steuern versteckten Zinsen beträgt diese Umverteilung von Arm zu Reich allein in Deutschland etwa 600 Millionen Euro pro Tag, sagt Professor Kennedy. Das ist das Problem, dass durch Zins und Zinseszins praktisch ein exponentielles Wachstum vorprogrammiert ist. Das heißt, mit Zins und Zinseszins wächst jedes Geldvermögen exponentiell. Bei 1% dauert es natürlich sehr viel länger, da dauert es 72 Jahre, bis sich ein Vermögen verdoppelt. Bei 3% 24 Jahren, bei 6% 12 Jahren und bei 12% 6 Jahre etwa. Sodass man mal so einen Eindruck hat, wie schnell das geht. Und jetzt denkt man, naja, also 12% Verdoppelung in 6 Jahren. Aber wenn man das tatsächlich auf die ganze Wirtschaft ausdehnt und über einen Zeitraum von 60 Jahren, dann entstehen da unglaubliche Vermögen. Und das ganze Problem ist, dass wenn diese Vermögen ja einigermaßen gerecht verteilt werden, könnte man ja noch sagen, gut, wir werden alle reicher. Aber das ist das zweite große Problem, dass sie eben eigentlich nur 10% der Bevölkerung zugutekommen und nur 90% praktisch draufzahlen. Das Geld ist eines der angstbesetztesten sozialen Systeme, die wir haben. Einfach deswegen, weil wenn man kein Geld hat, kann man kaum überleben. Für alles, was wir heute brauchen in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft, brauchen wir Geld. Das heißt, wenn man über Geld und Änderungen im Geldsystem redet, erzeugt man erstmal Angst bei Menschen, die nicht sehen können, wie ihnen damit geholfen wäre, sondern die Unsicherheit spüren, weil sie einfach noch keine
keine Erfahrungen haben. Deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man zeigt, wie es ohne Geld geht, wie es mit anderem Geld geht, wie es mit verschiedenen Geldern für verschiedene Nutzungen geht. Und deswegen ist jedes Beispiel, was irgendwie funktioniert, von unglaublichem Wert, weil wir über unsere Kommunikationskanäle natürlich die Erfolge auch ganz schnell verbreiten können und damit die Angst reduzieren können, auch Neuland zu betreten. Und wenn man also ein Geldsystem hat, wo das Geld nicht weiter wachsen kann, dann lohnt es sich tatsächlich, Bäume zu pflanzen. Man muss einfach mal sehen, wie Menschen aufblühen, wenn man ihnen die Gelegenheit gibt. Zum Beispiel in Gent hat jetzt die Stadt Gent eine Währung angeschafft für die Migranten. Die können mit bestimmten Tätigkeiten, die die Stadt sonst nicht finanzieren kann, also vom Schneeschippen bis zum Blumenpflanzen bis zum, weiß ich, Geländerstreichen oder sowas, können sie sich Geld verdienen. Das heißt Torikes, Türmchen in Gent. Und mit diesen Torikes können sie eine Pacht bezahlen für ein Stück Land, auf dem sie Gemüse und Blumen und Obst anpflanzen können. Und das ist jetzt so erfolgreich, dass diese Torikes tatsächlich inzwischen als eine Zweitwährung in der Stadt Gent akzeptiert werden. Gerade aus den sogenannten Schwellenländern kommen mittlerweile viele Impulse für Komplementärwährungen. Allerdings, die Finanzindustrie setzt alles daran, den Status quo zu erhalten. Allein in Brüssel werden täglich 3 Millionen Euro für Lobbyarbeit ausgegeben, damit alles so bleibt, wie es ist. Die Politiker betreiben, indem sie diese Banken, die sich verkalkuliert haben, retten, betreiben sie eigentlich eine Deindustrialisierung. Nämlich weil die Banken jetzt gar nicht mehr unbedingt gefordert sind, in der Realindustrie zu investieren, sondern weiter in ihrem spekulativen Rahmen etwas höhere Gewinne einzufahren, die dann eines Tages natürlich gar nicht mehr möglich sind. Also was da im Moment passiert, ist wirklich kriminell im großen Maßstab. Das kann man wirklich so sehen. Wir können nur hoffen, dass wir genug neue dezentralisierte Modelle erprobt haben, bevor der große Zusammenbruch Wirklichkeit wird. Und was passiert, wenn dieses Geldsystem wirklich zusammenbrechen sollte? Ja, dann ist im Grunde genommen das Wichtigste sind dann soziale Beziehungen, Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, um das wieder herzustellen, was wir brauchen. Wie Albert Einstein schon sagte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.